Kameraden, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet zu einer weiteren Folge U-Boat hier bei den Junkie Monkeys. Ja, ihr seht schon, wir sind mit Vollspeed im Atlantik wieder unterwegs. Ich bin übrigens der Midway. Und viele fragen sich jetzt, ey, wolltest du nicht Richtung La Rochelle, Hafen fahren und so weiter? Ja, genau das war eigentlich der Plan in den letzten Folgen. Für alle, die jetzt neu zugestellt haben, wissen, worum es geht. Doch, Freunde, was ist passiert? Und zwar, wir haben zufällig bei unserer Fahrt hier ein Schiff entdeckt. Ganz zufällig. Ich dachte erst, na, nur so ein kleiner Frachter, den lassen wir mal wegtigern, aber das ist ein Warclass-Tanker. So, ich habe zwar nur noch zwei Torpedos, aber ich habe noch ganz viel Deckgeschützmunition. Und deswegen werden wir uns den jetzt schnappen. Den so. Deswegen, alle Mann auf Gefechtsstation. Oh, hier ist aber viel Wasser in der Bilge drinne. Dann müssen wir gleich mal, mal die Lenzpumpe anmachen. Das kann natürlich sein durch den Sturm, den wir hatten zwischendurch. Die Motoren laufen schon auf volle Pulle, damit wir den kriegen. Ich will noch mal kurz nach den Druckluftgefäßen schauen, ob da alles EO ist. Da ist aber alles aufgefüllt. So, dann werden wir noch mal ein bisschen Wasser, ein bisschen Kraftstoff hier durch die Gegend, durch die Leitung pumpen, könnte man sagen. Und dann machen wir uns schon mal auf den Weg nach oben. So, wo ist die Leiter? Da ist die Leiter. Ab nach oben. Einmal die Luke öffnen. Wir kommen. Deckgeschützbesatzung kommt. Oh, schönes Wetter draußen. So. Deckgeschützbesatzung ist auf dem Weg. So, und dann werden wir doch schon mal das Deckgeschütz besetzen. Weil ich denke mal, das wird gleich lustig werden. Wir sind zwar noch ein bisschen entfernt. Man sieht den da hinten vielleicht ganz leicht in Qualm. Wir können ja mal gucken. Ja, da hinten sieht man ihn ganz leicht. Da, so in dem Bereich. Und den holen wir uns jetzt. So einen können wir nicht einfach wegfahren lassen. Das wäre schon fast Vaterlandsverrat. Kapitän. Wenn wir den einfach abhauen lassen. Und deswegen Kette und ran an den Feind. Legen Sie den Kurs an. Der hat natürlich Speed drauf und jetzt hat er mich auch gleich entdeckt. Und jetzt macht er hier auch schon panische Funksprüche. Den werden wir gleich mal abfangen, was da ist. So, fangen den mal ab. Ich will wissen, was der von sich gibt. Panik hat er schon. Ja, da bist ja eigentlich, bist du selber schuld, ne? Hier hinten ist noch ein Sichtkontakt, da müssen wir jetzt vorsichtig sein. Vor allen Dingen, wir sind im Radius von Flugzeugen. Nicht, dass wir das jetzt so bereuen. Ich bin ja mal gespannt, was du jetzt gleich sagst wegen dem Funkkontakt, was da kam, was der wollte. So, schauen wir mal. Okay, Unterbeschuss. Der ruft nach Hilfe, aber Hilfe wird dich nicht weiterbringen. Weil wir machen uns jetzt nichts vor. Du bist gefundenes Fressen für mich. Du bist gefundenes Fressen. Herr Kaloy. Und Feuer. Alles drauf, was wir haben. So ein Tanker könnte man nicht einfach wegfahren lassen. Boom! Da hat es auch schon Bumm gemacht. Und der säuft ab. Ja, der säuft ab. Den haben wir. Höhlenbruch, sie sinken. Und weg ist er. Ja, lief doch. Läuft bei uns. Läuft. So, wir sollten uns mal wieder schnellstmöglich hier verpissen. Bevor hier noch doch noch irgendwelche Freunde von dem kommen. Da habe ich nämlich gar keine Lust zu. Funkkontakt gleich weg. Les Ghetto. Wir bleiben auch bei AK erstmal. Les Ghetto, ab rein. Feierabend für dich. Retten dürfen wir keinen mehr, laut Nachricht vom BDU. Bisschen Treibstoff stimmt hier drin rum im Wasser. Haben wir nicht gesehen. Und weg.
Vielleicht sollten wir auch mal schnell die Seewache austauschen. Ich glaube zwar nicht, dass da jetzt irgendwas kommt, was uns irgendwie gefährlich sein könnte. Hier hinten ist ein Sichtkontakt. Was das ist, weiß ich nicht. Ich will es auch nicht herausfinden, weil ich habe auch nicht mehr viel Munition, Leute. Das ist so ein Problem. So. Läuft bei uns. Läuft bei uns. Wir können uns nicht beschweren. Wir sind schon eine gute Truppe hier. Na gut, bei dem Ganzen, was wir alles schon so erlebt haben. Das haben viele nicht miteinander erlebt. So. Machen wir mal AK. Melde mich Nachtpflicht zum rein. Dienst. Und dann werden wir jetzt gleich erstmal austauschen hier. Können wir gerade nicht. Dann geh du mal Befehl. daran. Du gehst in die. Nein, Entschuldigung, du sollst in die Ruhepause gehen und du gehst in die Dieselmotoren. Jawohl. Und dann können wir wieder auf langsame Fahrt gehen. Wir wollen ja nicht das Reich arm machen und den ganzen Kraftstoff verballern. Hätte ja nicht gedacht, dass wir da jetzt noch so schön den wegsnacken. Und dann werden wir auch gleich mal mit Herr dir nochmal Kaloy. Kontrolle machen im Boot. Und fahren gemütlich weiter. So, Kreiselkompass ist noch an. Lenzpumpe. Bisschen Wasser ist drin, werden wir uns gleich drum kümmern. So, was ist hier los? Kombüse. So, mal ein bisschen Brot reinpacken hier, ne? Brot ist immer gut. Da hinten ist schon wieder einer im Gange. Ach, jetzt komme ich hier nicht durch, oder was? Steh nicht im Weg, Mann. Hallo? Geht doch. Ist das dein Ernst? Das ist Meuterei. Hier durch? Ne, komme ich nicht. Der Torpedo ist zu breit. Aber jetzt dreht dann rein. Dann gucken wir uns das kurz an, wie er den reindreht. Dann können wir gleich kurz zu den Druckluftgefäßen. Können die starten. Sehr schön. Problem gelöst. Mahlzeit. Hätten wir gar nicht anmachen brauchen. Was ist denn los mit euch? Ein Getränk hier immer. Bounty überwacht die Dieselmotoren. So. Hier ist auch nicht viel los auf dem Klo. Luther steht in der Küche. Kai pennt wahrscheinlich schon wieder. Leichter. Wenn man vom Teufel redet. Immer groß erzählen, was er alles gekocht hat und hast du nicht gesehen. Und trotzdem, wenn ich immer auf die Teller gucke, haben die immer das Gleiche zu essen auf dem Tisch. Die armen Schweine. Na gut, okay. Eigentlich können wir uns nicht beklagen. Wir leben noch. Wir haben viele Erfolge schon gefeiert. Eigentlich können wir uns wirklich nicht beklagen. So, okay. Dann schauen wir noch mal kurz. Zu Befehl. Einmal in die Kursbestimmung. Das ist noch ein sehr, sehr weiter Weg. Bis zu unserem Ziel. Kurs auf diese So, wir werden den Koordinaten Kurs aber ein setzen. bisschen umändern, dass wir gleich Jawohl. direkt reinfahren. Und dann hoffe ich mal, dass wir dann irgendwann da auch mal ankommen. Ne? Das wäre nämlich nicht verkehrt. Wenn wir das alles so hinkriegen, wie ich das gerne hätte, meine Freunde. Aber das wird jetzt eine sehr kurze Folge, deswegen ich werde mich jetzt von euch verabschieden. Ich denke mal nicht, dass ihr euch das stundenlang angucken wollt, wie ich jetzt auf der Kommandokarte bin und beschleunige, damit wir schneller hinkommen. Deswegen machen wir hier jetzt Schluss für heute. Ich hoffe trotzdem, dass die Folge euch gefallen hat. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, wenn ihr in Zukunft nichts mehr von U-Boot bei uns auf dem Kanal verpassen wollt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Sage Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Doch bevor ich es vergesse, kommt doch mal auf unser Discord, schaut mal rein. Zurzeit spielen wir immer noch ganz fleißig World of Warships nebenbei. Vielleicht habt ihr ja Interesse mitzuspielen, würde mich freuen. Ansonsten schaut da auch mal rein und viel Spaß. Bis denne, haut rein!